Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier bei Partisans 1941 in dieser, ja, offenbar, ja, könnte jetzt die finale Mission sein, wir wissen es nicht, es ist aber auch unerheblich. Ja. Wir schicken jetzt erstmal unsere Leute hier, würde ich sagen, in die Büsche rein. Vielleicht können wir von hier hinten irgendwie um diesen Bahnhof drumherum. Ich glaube es fast nicht. So schön. Nee. Offenbar können wir hier nicht vorbei. Das ist hier abgeriegelt, ne? Ja. Aber gut, da können wir jetzt eben aber schon mal mit den beiden hier nachrücken auf die Plattform. Während der hier dumm in der Gegend steht. Dann hau bitte ab. Hau ab. Только бы не заметили. Das war knapp. Jetzt kommt er hier. Da waren wir zu laut und zu schnell, da war ich zu ungeduldig. Der ließ sich da irgendwie nicht wegbewegen. Mist, das war jetzt ziemlich dumm. Kriegen wir die jetzt da weg? Da muss ich hier ganz viel Geduld haben, wie? Problem ist, ich habe keine Geduld mehr. Ich will das jetzt erledigen. Aber die Typen kommen natürlich gleich wieder angelatschen. Er steht hier doof rum. Morozov, kannst du den nicht noch beseitigen? Das wäre echt super hilfreich. Warum hat der Hund jetzt irgendwie gerade was gerochen oder so? Weiß man wieder nicht. Ich kriege ihn auch wieder nicht angewählt hier. Also manchmal buggy as hell das Spiel. Also nicht falsch verstehen, ich will jetzt das Spiel nicht verdammen, aber manchmal ist es wirklich ziemlich buggy. Das ist echt ein bisschen schwierig zu steuern manchmal. Ein bisschen schade. Da hätte ein bisschen mehr Zeit am Spiel vielleicht noch ganz gut getan, in so Kleinigkeiten. Ich krieg den hier nicht umgebracht. Nee, das haben wir beim letzten Mal schon versucht, das hat nicht geklappt. Weil die zu schnell zurückgekommen waren. Weil die mehr oder weniger sofort hier los, bring den da rein. Ah, sie kommen schon. Meine Güte, da muss man echt auf Zack sein. Wir warten jetzt mit ihm auf dem Rücken. Wir könnten ja sogar hier hin. Nee, kommen wir nicht mit ihm auf den Rücken. Aber eigentlich sind wir hier nicht zu entdecken. Oh Gott. Das wollte ich gar nicht, aber das ist halt wieder so eine Verklickaktion gewesen. Okay, hat geklappt. Gut. So, dann können wir jetzt... Dann können wir uns jetzt hier oben auf die Plattform verziehen. Einen hier reinstellen, die anderen beiden hier hinter. So, da haben wir so zumindest jetzt mal... Ich weiß gar nicht, warum der Hund so ein kurzes Ausrufezeichen manchmal bekommt. Das ist echt komisch, aber naja. Das war knapp. Nee, so, ist okay. Geh mal ruhig in den Busch hier rein. Da wirst du, glaube ich, nicht gesehen, von dem Hund auch nicht. Hier rein. Ja, wir könnten jetzt hier lang latschen. Das ist natürlich ganz gut. Das sollten wir dann mit allen gleich mal machen. Sobald die Hundepatrouille wieder aus dem Weg ist. Denn hier können wir eigentlich nichts mehr erreichen, ne? Also hier haben wir eigentlich alles abgeschlossen. Wir müssen jetzt diese Lokomotivbrigaden ausschalten und vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen, was wir hier vorfinden können. Aber so allzu sehr will ich mich hier nicht aufhalten in diese Richtung. Da haben wir ja nur diese SS-Truppe, die hier rumläuft. Und wir dürfen ja nicht gesehen werden. Wenn Alarm ausgelöst wird, ist das Spiel vorbei. Mal sehen. Hier ist du eben. Только бы не заметили. Okay, wir haben es geschafft. Oh, knapp. Der hätte fast angefangen, uns zu suchen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Okay, speichern. Wir haben alle drei jetzt vorbeigeschmuggelt. Nein, haben wir nicht. Da rein. Oh, knapp. Da kam der Typ wieder an. Den könnte man natürlich auch eventuell noch mit einem Messer abwerfen. Das war cool. Das wäre eine Aufgabe für Sorin. Allerdings, ja, wir müssen die Leiche da wegbekommen.
Und das, während die hier nichts sehen. Das muss nicht sein. Nee, lasst uns mal hier nicht auf volles Risiko gehen, sondern hier schön brav schleichend voranbewegen. Hier drüben ist ein gut bewaffneter SS-Soldat und hier oben auch. Ist das eine dieser Brigaden? Nein, angeblich nicht. Ja, die Frage ist natürlich, wie kommen wir denn jetzt hier in diese Richtung hin? Müssen wir hier den ganzen Weg abmarschieren? Wahrscheinlich, ne? Bis wir hier drüber kommen. Wow. Und dann hier durch. Meine Güte, das wird natürlich ein Ritt werden. Direkt am Hauptgebäude hier vorbei. Und eventuell, wo kommen wir denn hier ins Gebäude rein? Wo ist denn hier der Türeingang? Da. Oder da unten. Aber da unten werden wir sicherlich so schnell nicht vorankommen. Das ist zu risky. Das müssen wir von der Seite probieren. Über die Büsche hier. Okay, speichern. Der scheint sich gar nicht zu bewegen. Der sieht uns aber auch nicht außerhalb des Lichtes. Und der hier wahrscheinlich auch nicht von da hinten. Der guckt jetzt auch gerade ganz woanders hin. Dann probiere ich jetzt mal hier reinzuschleichen. Das müsste eigentlich gehen. Der kann uns da im Lichtkegel sehen. Den müssen wir also meiden. Hier ist ein MG-Soldat, der nicht in einem Sichtfeld direkt drin steht. Das ist gut zu wissen. Der noch nicht mal gesehen wird direkt von dem, der da steht. Das ist eine gute Nachricht. Dann können wir da eventuell schauen. Ich würde sagen, wir versuchen mit dem jungen Sanyok hier erstmal ins Gebäude zu gehen. Как в прятки играть? Denn da scheint erstmal kein Gegner zu sein. Aber hier befinden sich Loot-Optionen, Loot-Schränke. Die wollen wir natürlich nicht stehen und liegen lassen. Die wollen wir mitnehmen. Hier sind diverse Schreibtische, die wir durchsuchen können. Kommandier? Naja, für ein bisschen Kleidung, die hier irgendwie gelagert wird. Bisschen Kleinkram. Na, vorsichtig, wir sollten jetzt hier nicht reinlaufen. Oh, der Hund. Eieiei. Der Wolf, das Lamm, Hurz. Nein. So. So geht's. Jetzt können wir hier gucken. Aha. Und hier haben wir noch eine Vietchernaya Moskva und ein bisschen Flaschen und Co. Das schauen wir uns doch gleich direkt mal an, würde ich sagen. Was wir da aufgenommen haben. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr zu looten. Warum ist die Tür hier auf? Meine Güte. Mach doch nicht so einen Blödsinn hier. So, bleib du erstmal hier stehen. Du wirst hier, glaube ich, nicht gesehen. Okay. Liebe Leute, dann gucken wir doch mal. Vietchernaya Moskva 213 Teil 1. Die Partisaneneinheiten der Oblast Leningrad führen erbarmungslose Kampfeinsätze durch und bestrafen Hitlers Invasoren gnadenlos. Allein in der zweiten Augusthälfte konnten Partisanen allein in Luga und dem Distrikt Luga 800 Soldaten und Offiziere der Faschisten eliminieren. Sie schalteten 14 Panzer, 7 gepanzerte Fahrzeuge, 17 Geschütze und 22 MGs aus, vernichteten 47 LKW und 62 Motorräder, fackelten 18 Tankwagen ab und eroberten jede Menge Munition, Kampf- und technische Ausrüstung sowie Nachschub. Ja, erneut, das ist natürlich ein Propagandamagazin, das sollte man, die genauen Zahlen und sowas, das muss man hier schon hinterfragen, inwieweit das überhaupt nachvollziehbar ist oder ob das reine Propaganda ist, ob da wirklich irgendetwas dran ist. I have my doubts. Gut. So, hier haben wir jetzt also wirklich gute Soldaten stehen. Mit denen sollten wir es uns nicht verscherzen. Das sieht aus wie so eine... Ja, das sind hier diese Feldgendarmen, glaube ich. Die haben hier diese komischen... Wie nennt man das? Ketten um. Aber wir können den Typen natürlich ausschalten. Das müssen wir wahrscheinlich sogar. Die gucken aber ziemlich interessant in die Gegend rum. Muss ich mal feststellen. Ich probiere es jetzt aber trotzdem mal, den auszuschalten. Wird der überhaupt gesehen hier, wenn ich den da so liegen lasse?
muss ich mich darum kümmern, den wegzubringen. Und hier ist ein Stromkasten, da kommt bestimmt jemand dann. Vielleicht sollten wir so lange den erstmal wegstellen. Vielleicht hier rein in den Schrank. Verdammte Party! Okay, hat uns gesehen, never mind. Alles klar. Okay, dann hat er da doch noch hingeguckt. Ich weiß aber nicht, warum. Haben die uns gehört oder gesehen? Das wäre jetzt eine wichtige Frage. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Ja, sprach. So. Der hier hat eventuell was gesehen. Der hat schon einen riesen Radius. Guckt euch das mal an. Der sieht das tatsächlich, ne? Hat das jemand gehört? Nee. Das hat einen zu kleinen Radius. Damn it. Aber warum haben die das nicht mitbekommen, dass wir den dann ausgeschaltet haben? Das hatte ich ja gar nicht bedacht. Der hat uns auch gesehen. Ah, das sieht er nicht, weil das hinterm Motorrad liegt. Deswegen hat er uns später aber gesehen. Also lassen wir den da einfach liegen. Da kann der nicht gesehen werden, der Typ. Das ist natürlich klasse. Da können wir direkt speichern, ja. So, und hier können wir rein und können theoretisch uns hier so lange verstecken. Frage ist natürlich, wenn wir... Kriegen wir die alle down? Ja, theoretisch kriegen wir welche down, aber welche auch nicht. Ne, guckt euch das mal an, die decken sich ja gegenseitig ab. Und die würden uns auch hier drüben sehen. Kurz gesehen, ist aber nicht mehr der Fall. Tja, den sehen die nicht. Mann, das wird aber eine Aktion hier durchzukommen. Das sind ja richtige Top-Soldaten hier auch. Hier drüben ist nochmal eine Alarmanlage, also die müssen wir natürlich meiden, klar. Und der... Tja, wir müssen eigentlich den Stromkasten von der anderen Seite ausschalten. Das wird nur sehr schwierig werden, weil wir dann hier zwischenlaufen müssen. Okay, aber das würde gehen. Ich probiere es mal. Das müsste eigentlich so klappen. Worum sieht er mich? Warum bin ich in der hell erleuchteten Zone? Das ist doch Quatsch. Was ist denn hieran hell erleuchtet? That's Bullshit. Gut, gehen wir erstmal in den Busch. Oh Mann, ja. Der steht auch in der erleuchteten Zone, das wird's also auch nicht bringen. Und der sieht hier auch genau rein. Aber jetzt nicht mehr. Vielleicht können wir so lange hier in Deckung bleiben, bevor wir hier ans Stromkästchen gehen. Und vielleicht bekommen wir sogar den Typen hier oben... ich speichere nochmal. Da unten ist einer, der guckt in die andere Richtung. Na, wann marschierst du denn? Jetzt. Okay. Kann der von hier oben noch gesehen werden? Offenbar jetzt nicht mehr. Aber den sollten wir trotzdem verstecken hier im Busch. Gut, das war dieser komische Schnibbertyp. Alles klar. Wieder einen ausgeschaltet. Dann versuchen wir es jetzt mal mit dem Stromkasten. Dann haben wir hier nämlich Lichtquellen ausgeschaltet. Ganz wichtig. So, bislang rührt sich hier niemand. Wenn sich keiner rührt, ist das völlig okay. Hauptsache, ich kann die Leute hier schnell wegschleusen. Hä?
Sanyok, beweg dich mal wieder zurück. Mach mal wieder Tür zu hinter dir. So, und dann... bewegt ihr beiden euch mit hier rein. Ganz heimlich und leise an den Wachen vorbei. Und an diesem Hauptplatz hier. An diesem Wespennest. Okay. Gut, das speichere ich auch nochmal ab. Das ist gut gelaufen. Dann haben wir hier nichts mehr zu holen. Wir können gleich weitergehen. Hier unten ist noch ein Soldat. Auch den könnten wir ausschalten. Der ist aber nicht in Sichtweite von dem anderen drin. Also könnten wir eventuell auch... können wir hier nochmal reingucken, ne? Aber da ist auch so ein Offizier, der super gut ist. Allerdings auch mögliche Vorräte, die wir hier klauen könnten. Ich glaube, ich probiere das mal, den einfach auszuschalten. Das dürfte für ihn nicht mal sichtbar sein hier. Gucken wir mal. So. Das ist schon eine gute Fertigkeit, die er hat. Und nochmal eine MP aufnehmen. Nee, das werden wir nicht machen. Das ist mir eine zu viel. So, dich packen wir direkt hier in den Busch auch mit rein. Okay. So, und dann brauchen wir, tja, Messerwerffähigkeit. Dann wäre er aber schon direkt in der Sichtweite. Das sollten wir so vielleicht nicht machen. Vielleicht von hier drüben. Dass wir hier versuchen reinzugehen. Ich weiß nicht, was sich hier noch befindet möglicherweise. Und dann haben wir hier schon den Übergang. Oh Leute, es geht gut voran. So, wir können auch hier uns noch umschauen, was es hier gibt. Ja, die Patrouille läuft hier rum, das wissen wir schon. Aber ich denke, dann können wir jetzt den Mann ausschalten hier mit dem Wurfmesser. So. Alles klar, holen wir uns das Messer gleich wieder. Ich glaube, der kann ja hier... Ja, da sollten wir den auch irgendwie in den Busch packen. Ist besser, ne? Besser alles verstauen hier an Leichen, was wir hier so haben. Da steht übrigens ein Zivilist noch hier im Raum. Wir müssen nur aufpassen, weil hier ein Offizier patrouilliert. So. Gut, und dann gehen wir hier mit Sorin mal looten. Der hat ja hier noch nichts anderes dabei. Und hier drüben ist der Offizier. Da beachten wir mal, was der macht. Und dann gucken wir, was hier noch liegt. Ja, ein Gewehr. Das nehmen wir mit. Munition ist immer schön. Oh, nochmal eine gute PPS hochwertig. Kann unser Nikitin, glaube ich, ja sehr gut gebrauchen. Hier drüben ist auch noch irgendwie so ein Medizinschrank. Und wir sollten aufpassen. Oh, weil wir hier eine offene Tür haben. Ein Durchgang. Okay, dann warten wir gleich, bis der wieder raus ist. Und sobald das der Fall ist, looten wir kurz das Schränkchen und hauen ab. Wunderbar. Der kann uns hier nicht sehen, ne? Ja, so gerade. Passt schon. So, das ist ja hier wirklich ein Geduldsspiel. Tja, hier wird offenbar jemand befragt oder so. Theoretisch könnten wir den natürlich auch ausschalten. Aber der würde uns sehen. Das wäre natürlich eine Katastrophe, ne? Der uns sehen würde. Aber den auszuschalten wäre natürlich wieder für die Erfahrung eigentlich ganz gut. Weil der steht ja nun sehr, sehr isoliert da oben. Beziehungsweise da oben ist er natürlich unangreifbar. Aber wenn wir hier unten drin sitzen und der nach oben läuft, da kann man vielleicht mit dem Messerwurf was machen. Würde ich mir mal überlegen. Er muss aber erstmal dort wieder weg. Das wäre jetzt schon ganz wichtig. Na, wann haut er denn ab? Der braucht ja ewig hier. Also wir haben nur einen Versuch. Von hier können wir ihn... Kann er uns sehen, aber wir nicht. Ja... Aha. Jetzt bewegt er sich weg. Ja, theoretisch kann man auch hier versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er rechtzeitig rauskommt, ist mir hier zu hoch. Sehr
sieht der uns hier eigentlich nicht, wenn wir uns hier hinstellen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier gesehen werden können, wenn er reinkommt. Das warten wir jetzt mal ab. Levika. Nope. Oh shit. Ah, dann sieht er uns. Verdammte Axt im Wald. Es hat nicht geklappt. Es war ein Ticken zu früh. Das ärgert mich jetzt. Da müssen wir wieder warten, bis er die Gelegenheit mal kommt hier. Das dauert ja ewig. Na gut, jetzt geht er gerade raus. Das geht ja dann noch. Müssen wir einen Ticken später dem Befehl geben, dass der mit dem Bodenfall, den er macht, also wenn er auf den Boden fällt, das war zu laut. Das hat er hier gehört. Das ist natürlich doof. Aber wir dürfen auch nicht zu lange brauchen, weil wenn er sich hinten umdreht, ist es auch schon zu spät. Mal gucken. Okay, das hat er nicht gemerkt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und die Tür ist wieder zu, das heißt, der sieht uns hoffentlich jetzt nicht. Mal sehen, wir holen uns das Messer wieder. Und der hat was dabei. Akte W.A. Kotyk. Die gucken wir uns gleich auch noch an, aber ich will zuerst mal hier in Sicherheit zurück. Back to safety. So, der Zivilist haut auch ab. Sehr schön. Boah, das war gut. Schön. Auch den Raum haben wir gesäubert oder dieses Haus. Und dann gucken wir mal an, was dort in der Akte steht. Im Herbst 1941 gelang dem 10 Jahre alten Valja Kotyk sein erster Coup. Valentin sollte ursprünglich Waffen und Munition in den von Deutschen besetzten Gebieten beschaffen und gleichzeitig Propagandaflugblätter verteilen. Sein erster Kampfeinsatz war hart. Ein Offizier der Feldgendarmerie wollte mit seinem Wagen von Schepetowka nach Slavuta fahren. Zu einer bestimmten Zeit ging Valja mit seinen Freunden hinter einigen Büschen an der Straße in Stellung. Schon bald hörten sie das Motorengeräusch. Als das Faschistenauto das Versteck der Jungen passierte, stand Valja Kotyk auf, warf eine Granate und tötete so den Offizier. Ein ganz mutiger junger Mann im Krieg hier. Na gut, so, der rennt jetzt gegen die Tür, das macht nichts. Wir sind hier erstmal fertig. Man kann natürlich noch gucken, ob man jetzt hier drüben das noch, dieses Lagerhaus vielleicht noch durchsuchen will. Aber wir müssen erstmal gucken, was dort steht. Hier sind nämlich noch einige Gegner unterwegs und ich will natürlich möglichst ungesehen bleiben hier. So, alle erstmal schön in die Büsche. Und wir speichern wieder. Hier ist ein Waffen-SS-Soldat und mehrere Wehrmachtssoldaten. Und hier ist auch schon wieder so ein Hardcore-Offizier offenbar im Schalthäuschen. Da kann man ihn übrigens dann ausschalten, anderweitig weniger. Aber der ist echt eine Gefahr. Und auch hier, guckt mal, wie viele Leute hier sind. Oh, das wird ziemlich schwer sein. Hier müssen wir uns eigentlich nur durchschleichen. Ob wir hier eine Gelegenheit haben, hier zu gucken nach Loot, wird auf jeden Fall schwierig werden. Hier ist eine Patrouille. Da sollten wir uns möglichst fernhalten. Aber wir können versuchen, hier reinzugehen. Du da ja. Du hast schon was dabei. Sanyok hat noch nicht so viel gelootet. Ich glaube, mit Sanyok probieren wir es als erstes. Allerdings müssen wir hier vorsichtig sein. Mal gucken. Von da hinten hätte man aber auch reingehen können. Na gut, das war mir jetzt zu spät aufgefallen. So, das Ding ist halt, dass wir hier hinten eine Durchsicht haben, die aber jetzt eigentlich irrelevant sein sollte. Deswegen loote ich ganz schnell. Hier haben wir nochmal einen. Ah, den zweiten Teil der Ausgabe der Vietchernaya Moskwa. Okay, geh mal hier rein. Bitte. Und dann gehst du bitte mal hier hinten raus. Hallo, hinten raus. Ach, geht ja nicht hier. Geht nur da, okay. Die Tür falsch gesehen. Schön brav die Türen alle wieder schließen und dann schön brav zurück in die Sicherheit der Büsche. Und dort lesen wir nochmal das Magazin Teil 2.
das wir dann hier gefunden haben. Die Partisanen greifen die Faschisten an, wenn sie es am wenigsten erwarten. Am Nachmittag des 29. August erledigte ein Trupp unter dem Befehl des ehemaligen Landschaftsplaners W. 30 deutsche Krattmelder auf der Straße bei Toroschkowitschi. Partisanen hatten einen Hinterhalt bei einer Lichtung an der Straße gelegt. Als sich die Deutschen näherten, ließen die Partisanen mehrere Schweine und Hühner auf die Lichtung laufen. Die Soldaten ließen ihre Motorräder stehen und liefen sofort ihrer vermeintlichen Beute hinterher. Die Partisanen feuerten mehrere Salven ab und stürmten dann auf die Faschisten zu und brachten sie alle um. Krass. Eine mutige Geschichte wieder, aber auch eine, die ja vom Erfindungsgeist hier auch zeugt. Also sehr anpassungsfähig hier offenbar die Partisanen. So, hier müssen wir wirklich aufpassen, ne? Also diese beiden werden hiermit das größte Problem beim Versuch hier durchzuschleichen. So, ich bleib erstmal hier stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gesehen werden kann. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Er sieht uns hier jetzt erstmal nicht, aber er vielleicht oder er... Na, sieht uns aber in der Deckung nicht. Also das sieht noch ganz gut aus. Wir haben auch kein Messer mit ihm hier dabei. Das müssen wir gleich mal ändern. Wir haben ja eigentlich ein zweites Messer aufgenommen. Aber gut. Und wir hätten hier natürlich auch die Möglichkeit, Leute auszuschalten mit der Fähigkeit. Aber okay, derzeit nicht. Jetzt haben wir das Problem... Das war knapp, aber es klappt so gerade. Es ist schwierig, aber wir kriegen die Leute hier an den Turm gezogen. Okay, hier können wir aber nicht weiter. Wir müssen hier drüber. Wir können aber auch hier über die Mauer steigen mit zwei von unseren Leuten. Das wird es ein bisschen erleichtern. Wir müssen natürlich hier von der Lichtquelle wegbleiben. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier mit dem Stromhäuschen agieren. Und den schon mal heimlich ausschalten. Der ist aber unter Deckung von dem. Na, nicht so ganz. Der würde das nicht mal richtig sehen. Okay, dann probieren wir schon mal hier. Oh, hier ist ein Hund. Okay, das macht's kompliziert. Da muss ich gleich gucken, ob ich hier überhaupt in dem Ding sicher bin. Der hat vermeintlich was gehört, aber nicht lange. So, wir schleichen jetzt hier rein. Ich weiß aber nicht, ob der Hund uns hier erreicht. Mit seiner... Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ah, er bleibt da stehen erstmal. Okay. Kann man denn da vorbeischleichen, wenn die Lichtquelle aus ist? Das ist jetzt ja die Frage für Sorin. Ja, kann man. Man kann da so gerade dran vorbei. Aber man hat nur ein kleines Zeitfenster, glaube ich. Ja, ein ganz kleines sogar. Uff, das wird eine knappe Angelegenheit. Da müssen wir auch die Leute erstmal weggeräumt haben hier. Sonst können wir das völlig in der Pfeife rauchen, das Ding. Der kann dahin nicht gucken. Der ist sowieso im Rücken. Die können sich gegenseitig, glaube ich, nicht sehen, ne? Okay, wir probieren es nochmal. Dann töten wir den Typen, ja. Wir töten auch ihn und hoffen, dass wir hier nicht irgendwo gesehen werden können. Oh Mann, und es gibt noch ein Level-Up? Wow, er hat nochmal ein Level-Up bekommen. Wie viel XP haben wir denn eben für die Aufgaben bekommen? Das war ja wohl richtig viel, wie? Okay, so, er schleppt erstmal die Leute weg. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Lass uns das jetzt noch kurz durchziehen. Er ist super langsam beim Tragen von Leichen, aber das ist jetzt erstmal egal. So, Leute. Kommandier. Looten. Geschafft. Speichern. Und jetzt gucken wir mal, dass wir schon mal die Lichtquellen ausschalten. Dann hoffentlich hier in Deckung bleiben. Der Typ kann noch ausgeschaltet werden. Das hat aber die Lichtquellen hier nicht ausgeschaltet. Ah, okay. Oh, das ist natürlich jetzt tricky.
Weil dann müssen wir gucken, wie wir das lösen, das Problem. So, und ich sehe schon, unsere Folge wird wieder zu lang. Ich muss an der Stelle Ende machen. Aber wir werden beim nächsten Mal wieder hier einsteigen. Wir kriegen den Fortschritt bisher ganz gut hin. Wir sind jetzt kurz vor der ersten Lokomotivenbrigade hier auch angekommen. Und danach folgen noch zwei weitere. Das werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall angehen. Also bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.